Moin Moin und herzlich willkommen zum 5. Adventskalender-Türchen. Ich bin Dennis, das ist Deist, das ist Steffbe und guckt euch mal mein schönes T-Shirt an. Heute haben wir tatsächlich etwas, was Steffbe sehr freuen wird, und zwar das allererste Brettspiel in diesem Adventskalender. Ich dachte, das allererste Brettspiel mit Zombies. Oder das allererste Brettspiel mit Zombies in diesem Adventskalender. Ja, das ist korrekt. Wobei, es ist ja kein wirkliches Brettspiel, es ist ja ein Gesellschaftsspiel, ne? Es hat ja kein Spielbrett an sich. Ja, es ist ja, der Übergang ist doch, so fließend. Das da. Und zwar, das Spiel, ihr seht es hier schon, Hit the Road. Hit the Road, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Roadtrip. Ein Roadtrip mit Zombies. Ein Roadtrip zum Nachspielen, genau. Sozusagen. Hintergrundgeschichte ist, die Zombie-Apokalypse bricht aus, während man im Auto mit seinen Kumpels unterwegs ist, von Chicago nach Los Angeles, muss im Endeffekt in jeder Runde eine weitere Route finden, muss mit seinen Ressourcen haushalten und am besten lebendig ankommen. Oder zumindest der Anführer sollte das. Und dann ist, steht der Steinkehrer in Hollywood auch nichts mehr im Wege. Richtig, im Land of the Dead. Mhm. Und zwar in echt. In echt, ja. Hit the Road, also ich muss gestehen, ich habe damals das erste Mal davon gehört auf der Spiel in Essen, dieses Jahr 2016. Kommt ja von Asmodee das Spiel, beziehungsweise man muss ja sagen, das ist glaube ich nicht nur Asmodee. Das ist LA Entertainment. Ach, also, guck mal, das sieht man hier gar nicht mit drauf. Nee. Aber ich glaube, das Material ist einfach so geil gemacht, dass sie da sehr, das ist alles sehr gut so auf 50er Jahre. Total. So dieses 50er Jahre Design zieht sich komplett durch. Das hat man bei den Karten, die angeben, wer zu welcher Reihenfolge dran ist. Das ist einmal so ein Burger-Gutschein, also mit hinten so Abstempelsachen drauf. Das ist unglaublich großartig. Oder halt so eine von diesen Selbsthilfe-Anstecken, so Hello, my name is Klitschi Klatschi Bob. Also das ist schon sehr, sehr geil. Oder die bemalte Visa-Karte. Genau, das geht bei der Verpackung ja schon los. Also tatsächlich, die Verpackung ist sehr, sehr stimmig gemacht. Es gab da noch einen Zusatzaufkleber, wo das mit drauf war. Also das Spiel ist auf jeden Fall im Vertrieb von Asmodee. Und ich bin der Meinung, dass es auch wieder eine Zusammenarbeit zwischen Asmodee und Fantasy Flight Games war. Das mag sein. Ich bin der Meinung, dass es da auch aus der Region irgendwie kommt. Wenn nicht, tut es mir leid. Auf jeden Fall, Asmodee macht das her. Und wie gesagt, bei der Verpackung geht das nämlich schon los. Und zwar hat man diese wunderbare Verpackung hier. Und man sieht einfach aus, oder es ist tatsächlich die Spielverpackung, so will es einem das suggerieren, dass es die Spielverpackung eines Familienspiels aus den 50ern ist, wo einfach jetzt einfach komplett zerranzt ist, der Karton, und einfach alles durchgestrichen. Deswegen ist auch nicht Hit the Road, sondern Hit the Road. Und deswegen steht auch drauf, nicht The Travel Game, sondern My Zombie Game. Martin Wallace, No More on TV. Das ist sehr, sehr schön. Und auf der Rückseite finde ich das total geil. Weil auf der Rückseite sind extra noch tatsächlich die Spielbeschreibungen zu dem falschen Spiel. Einer meiner Lieblingssätze auf der Rückseite tatsächlich, was auch mit dem Spiel nichts zu tun hat, ist: A player who is in possession of the $2 has immediately won. Also die 50er, da waren $2 noch einiges wert. Also nach der anderen Regel bestichst du auch den Sheriff, aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Also ja genau, und so, dieses Design, wie Stefan schon meinte, zieht sich tatsächlich durch das ganze Spiel durch. Das ganze Spielmaterial ist gut, die Figuren sind Holzfiguren, die sind recht simpel gehalten. Hallo? Die Kollegen hier, die den Arm so fröhlich nach außen strecken. Erkennt man auch nicht als Zombies, oder? Ja, wie die schwarzen Schlümpfe damals. Genau. Aber das ganze Material, das aus Pappe ist, ist sehr schön gestaltet. Also wie gesagt, schon die Spielermarken, die einfach aussehen wie Namensknipser oder Kreditkarten, bis hin zu den Ressourcenmarkern, die aussehen wie plattgedrückte Kronkorken. Mhm. Also ist das ganze Spiel wirklich sehr schön auf diesen Survival-Überleben, und wir improvisieren jetzt einfach mal und nehmen, was wir finden, um das zum Spiel umzufunktionieren. Das Spiel, wie funktioniert das? Du hast eben einmal nur kurz reingeschaut. Ich kann nicht wirklich dazu viel sagen, bis auf dass ich gemerkt habe, dass die Zugreihenfolge sich durch bietende einzelne Ressourcen gestaltet. Schlachtet mich nicht, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe, aber so habe ich es halt auf dem Gucken mit dem schielenden Auge verstanden. Es ist gar nicht mal so falsch. Also es ist so, dass man kann das mit 1 bis 4 Spielern spielen. Tatsächlich auch alleine. Wie es alleine läuft, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber es ist so, dass am Anfang 4 Routen ausgelegt werden. Das sind also so Karten. Und jede Route gibt halt Ressourcen. Es gibt Munition, Sprit und Adrenalin gibt es. Genau. So. Und das braucht man natürlich alles, um diverse Gefahren zu überstehen. Und vor allem braucht man das, weil man natürlich sich am Anfang die schönste und beste Route aussucht. Und zwar die Route, die am wenigsten Gefahren bietet, aber am meisten Rohstoffe bringt. Mhm. Alle können das gleich sehen. Das heißt, man nimmt also seine Rohstoffe und muss diese Rohstoffe bieten.
Die werden geheim geboten und dann setzt man die hin, veröffentlicht die und wer am meisten geboten hat, kann die beste Route nehmen und dann immer so weiter, bis alle Routen weg sind. Auf den Routen können halt, wie gesagt, unterschiedliche Sachen passieren, wofür man zum Beispiel die Ressourcen braucht oder natürlich dementsprechend auch gegen Zombies kämpft. Das passiert mit Spezialwürfeln und es gibt so zwei Arten von Zombie-Encounter. Einmal normal gegen Zombies kämpfen und die Zombie-Horde, wo du im Endeffekt andere Würfel nutzt, die aber viel heftiger sind und einfach mir viel mehr von deinen Leuten krepieren. Hat auch was gesehen hier mit so Biohazard von wegen, oh, ich habe noch 10 Tage später gehustet, wo dieser Chemietransporter aufgebrochen ist. Das fand ich persönlich sehr witzig. Ja, es sind immer noch lustige, also ab und zu nette kleine Geschichten damit bei. Also hier, rest in peace, Aaron. Das ist auch ganz witzig. Genau, was haben wir zum Beispiel? Wir nehmen mal eine Route hier. Die Route gibt 2 Munition, das gelobte Land. Wenn du ein Kartenplättchen hast, ist diese Karte 6 Siegpunkte wert. Also solche Sachen sind am Ende. Man braucht natürlich Siegpunkte, wer dafür gewinnt, beziehungsweise man muss erstmal überleben und dann geht es nach Siegpunkten. Ja, es wird geguckt, es gibt mehrere Siegesbedingungen, wie ich an den Karten nehmen konnte. Und zwar, wer die meisten Adrenalinpunkte hat oder wer die meisten Leute kaputt gehauen hat oder ähnliches. Genau, wenn gewisse Unentschieden stattfinden, kommen halt andere Siegesbedingungen zum Tragen. Wenn ein Spieler ausscheidet, gibt es diese wunderbaren Verseuchtmarker, das sind so schöne Autoschlüssel. Oder verfallen lassen. Genau, die dann auf die Routen gelegt werden und die Routen dementsprechend ihrer Zahl, die auf den Autoschlüsseln drauf ist, schwerer machen. So, genau. Man hat einmal eine Truppe aus Menschen plus einen Anführer und die müssen gegen die Zombies kämpfen und normalerweise, je nachdem, was man würfelt, sterben die Leute. Kann auch neue Überlebende finden, wie Tim. Genau. Die Pyromane. Ja, sollte man vielleicht nicht machen. Tim ist so ein Pyromane. Der läuft auch nachher weg, habe ich gesehen. Ja. Aber wir brauchen einen neuen Timmy, brauchen wir dann. Ja, aber Timmy ist tot. Timmy ist tot? Ja, Timmy ist tot. Der tote Timmy? TT? Ja. Toter Timmy? Kaputt. Ist raus. Ja. Sich erledigt. Tatsächlich? War das schon das ganze Spiel? Mhm. Also kurz erklärt, das ist wirklich also es sieht auch so aus, ob das Spiel nicht allzu lang ist. Tatsächlich konnten wir es selber noch nicht spielen. Und das bei Regeln, die gerade mal vielleicht 10 Seiten lang tatsächlich sind. Tatsächlich. Also schämen eigentlich. Genau, also ich hatte nicht mal alleine konnte ich es spielen. Oh, dabei spielst du sonst immer mit dir alleine. Und das ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Siehst du? So. Immerhin. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Wahrscheinlich haben wir wieder viel falsch gemacht. Dann schreibt das auch in die Kommentare. Und wenn nicht, dann halt nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, weshalb ihr unbedingt dieses Video kommentieren solltet, am besten auch zum Inhalt. Das Gewinnspiel. Richtig, das Deist Adventskalender-Gewinnspiel. Soll ich nochmal erklären, wie es funktioniert? Ich habe eine Idee, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Oh ja, und zwar solltet ihr ein wunderschönes, nettes, freundliches Kommentar, also kein Löschstich, unter just dieses Video in diese Kommentarfunktion, die da schreiben. Am besten direkt zum Thema. Ne? Genau, am besten natürlich, ganz klar. Das Ganze könnt ihr natürlich auch per Twitter machen, mit dem Hashtag Deist. Dann über die üblichen anderen Kanäle, Facebook, nicht wahr? Könnt ihr das auch eine Mail schreiben, notfalls. Nee, keine Telegram. Mail geht nicht. Nein. Ja, woher sollen sie doch deine Mailadresse kriegen? Richtig, also unter die YouTube-Kommentare Kommentar schreiben, bei Facebook, wenn es gepostet ist, unter das Video kommentieren oder liken. ICQ. Oder liken. Hör auf, Quatsch zu erzählen, die Leute machen das. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, bei Twitter mit dem Hashtag Deist einen Kommentar dazu abzugeben. Ja, und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und es wird immer am Ende der Woche ein Gewinner gezogen und all diese Gewinner gehen in einen dicken, dicken Lostopf und aus dem dicken, dicken Lostopf wird einer rausgezogen, der ein noch viel dickeres Tabletop-Paket kriegt. Genau, eigentlich bekommt er das Einzige. Es gibt noch ein Tabletop-Paket. Ja. Also es ist im Endeffekt ein Zweilagen-Gewinnspiel. Die zwei Lagen? Die Wochengewinner sind eine Stufe weiter, sind sozusagen im Recall. Ah. Ja. Und alle, die im Recall sind am Ende des Adventskalenders, haben dann die Möglichkeit, das große Adventskalender-Paket Tabletop-Paket zu gewinnen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Wenn ihr jetzt hören wollt, auch wenn ihr denkt, wir sagen, das Spiel ist total toll, wenn ihr unbedingt einen Nachteil hören wollt, den wir haben. Mein Nachteil, finde ich, ist, es sind leider nur Holzfiguren und keine ausmodierten Püppis. So, sonst bin ich eigentlich ziemlich gut mit dem Spiel gestellt, weil ich die Thematik mag. Es sind Zombies. Es ist ein Roadmovie. Mein Nachteil ist, ich konnte es noch nicht spielen. Auch das ist ein großer Nachteil. So, wir sehen uns morgen, ne? Ja. Du betrachtest aber dieses T-Shirt. Du hast Männerbrüste. Man-Boobs. Aber es erregt mich ein bisschen. Was soll das eigentlich bedeuten mit den Fingern, dass man nur so Millimeter oder? Ich bin Dennis und das ist da. Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say.